Diskussionsrunde. Bleibe ich ja gleich hier. Ja. War sehr spannend, hat sehr viele Facetten aufgezeigt von der Geschichte der Astrologie. Ja. Ich denke schon am Anfang, nur mal von der Geschichte her, für mich ist auch immer sehr zentral die Entstehung zuerst. Die Kalenderbeobachtungen, dann später eben die omendeutenden Staatshoroskope, also Staatsastrologie und erst später die individuelle Astrologie. Und auch, wie du auch erwähnt hast, dass den Eindruck seit eigentlich der Entwicklung der individuellen Astrologie sei und die auch aufgrund von Tabellen entwickeln kann, ist dort ist relativ stabil geblieben. Denke ich auch. Ist für mich dann später in einem anderen Vortrag und Diskussion wieder interessant, Gebiet Astronomie, das eigentlich dauernd umgepflügt wurde in dieser Zeit. Also kleine Vorwürfe. Jetzt für später hatte ich noch zwei Sachen, vor allem im Bereich mit dem Computer, mit dem Einsatz von Computern und Astrologie. Ich denke, wir können noch uns gar noch nicht vorstellen, oder vor allem unsere Generation kann sich das nicht vorstellen, was man das noch alles machen kann damit. Nur einen Hinweis, dass gesagt, ja, die Horoskope, die Deutungshoroskope von Liz Green, eben in denen ist ja im Prinzip eine frühe Form von künstlicher Intelligenz dort eingebaut, also die Denkweise, die Vorgehensweise vom Astrologen ist darin abgebildet. Ich denke, dort würde man weiterkommen, wenn man die aktuellen Lebensdaten einer Person dieser künstlichen Intelligenzalgorithmen einfüttern könnte und merkt, er steckt jetzt zur Zeit in Schwierigkeiten, hat den Job verloren, weiß auch nicht was und würde dann die ganzen Regeln im Hintergrund anpassen und hätte dann viel treffendere Daten. Ich denke, dort könnte eine Weiterentwicklung stattfinden und das ist ja heute was unter dem Thema Big Data, Google und Co. und all diese ja eigentlich anwenden. Ja. Aber ich denke, das sind Themen, das werden wir selber nicht machen, nicht oder programmieren, aber ich denke, das könnte in solche Dimensionen gehen. Das ist schon möglich, dass man da noch ein bisschen was rausholen könnte für die Screen. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen, den ich vergessen habe zu erwähnen. Der eigentliche Wert dieser Computerhoroskope scheint mir der zu sein, dass dank diesen billigen Horoskopen ein viel größerer Teil der Bevölkerung mit Astrologie in Kontakt gekommen ist, als es möglich gewesen wäre, wenn jede Beratung in, ich weiß nicht, was es in Deutschland kostet, in der Schweiz kostet man, zahlt man 200 bis 400 Franken für eine Beratung. Und diese Computerastrologie, diese Computerhoroskope, selbst wenn sie nicht präzise treffen, bringen die Menschen noch in Kontakt mit einer Denkart, mit einer Art und Weise, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich selbst zu hinterfragen und seine eigenen Probleme zu ergründen. Das finde ich ganz wertvoll. Das ist eine Statistik, die veröffentlicht wurde in einer englischen Astrologie-Zeitschrift, die Begriffe Astrologie und Horoskop, also wie sie im Internet gesucht wurden. Und Astrologie ist kontinuierlich zurückgegangen. Niemand, also es interessieren sich nur wenige, wie das funktioniert, aber Horoskope ist im Prinzip stetig gestiegen. Das bestätigt ein bisschen das. Ja, also wir haben generell in der Astrologie haben wir einen Abstieg in den letzten Jahrzehnten gehabt. Das sieht man sehr schön in den Verkaufszahlen, die wir haben. Jetzt weiß ich nicht, das darf nicht publiziert werden. Ja, vielleicht darf es publiziert werden, ich weiß nicht. Astrodienst hat im deutschsprachigen Verkauf, die deutschsprachigen Verkaufszahlen sind immer in den letzten Jahrzehnten ständig rückläufig gewesen. Und nur nachdem wir mehrsprachig geworden sind, also indem wir heute zehnsprachig sind, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Holländisch, Dänisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, sind wir immer noch erfolgreich. Also wir haben unser Zielpublikum einfach erweitert. Zunächst die Amerikaner, die sind sehr wichtig geworden für uns. Vor 20 Jahren hatten wir praktisch nur Kunden im deutschsprachigen Bereich. Und auch in Südamerika sind sehr viele junge Leute, die sich jetzt für Astrologie interessieren, während es hier vor allem die älteren Semester sind, die man an
an Astrologie-Kongressen noch sieht. Es ist, hat wohl etwas zu tun mit dem Zeitgeist. Die jungen Leute, die Pluto-Waage-Generation, die interessiert sich halt nicht für Psychologie. Das haben die Eltern gemacht. Das wollen die nicht. Ja. Also, ich habe festgestellt, heute ist es teilweise etwas anders. Viele Menschen interessieren sich gerade mal jetzt für den AC. Die sagen, okay, mein Sonnenzeichen weiß ich. AC möchte ich auch wissen, kann ich auch mal schnell im Internet vielleicht googeln, zack. Und dann kenne ich welche, die haben so eine App und die gucken immer die Rückläufigkeiten. Die sagen, bei Rückläufigkeiten habe ich immer Probleme. Und ich habe diese App und ich gucke, ist rückläufig, aha. Und wann geht es vorüber, aha. Das sind so kleine Lebenshilfen, die Menschen heute, die mit so einem Computer arbeiten oder so einem iPhone haben oder was auch immer, nutzen. Finde ich auch wertvoll. Es ist auch so meine Beobachtung, die jungen Leute, die gehen ein bisschen spielerisch damit um. Sie haben eine App und es geht immer um den direkten Nutzen. Wenn sie das einbauen können in ihr Leben, dann beziehen sie die Astrologie bei und es ist keine ideologische Diskussion. Ja. Man ist dran auch oder nicht. Ja, also für die spielt es dann auch nicht so eine Rolle, ist das astronomisch fundiert, was die Astrologen machen, die schauen einfach, ob es nützt, ja? Ich höre hier, dass das alles so nützlich sein soll, nur ich frage mich, was machen wir da eigentlich mit unserer Wissenschaft? Wenn ein Arzt, wenn Ärzte eine App rausgeben würden, wenn ich einen Pickel habe, habe ich diese Krankheit, ich glaube, der würde in die Luft gehen. Und wir sagen, es ist nützlich, wenn wir eine App haben und, der, und jemand, der keine Ahnung von Astrologie hat, schaut, ob da was rückläufig ist und dann habe ich Probleme. Also ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sehr problematisch ist, weil nicht mit Wissen und mit wenigen Erfahrungen und mit dem Hintergrund diese Dinge genutzt werden, sondern in einer Art und Weise, die total trivialisiert ist. Ich wollte nicht sagen, dass wir das alles toll finden oder dass wir das empfehlen. Und ich habe beobachtet, dass junge Menschen das heute schon machen. Und die Astrologie so auch für ihren Alltag andenken, in ihrer kleinen Möglichkeit. Ja, ist ja auch die Frage, ob das nicht nur für die Astrologie, sondern auch für den Menschen, der das anwendet, gut ist. Manche hilft es. Das ist eine subjektive Erfahrung und eine Entscheidung, dann das weiter zu betreiben, wenn es nützt. Wenn es nützt, wenn die Erfahrung gemacht wird, es nützt, warum nicht? Mhm. Ja, Placebo nützt auch, 30-40%, in anderen nicht. Ich fand den Vortrag sehr spannend aus zwei Gründen. Zum einen bin ich auch Programmierer, insofern fand ich es immer schön, ihre Formulierung werde ich auch übernehmen. Auch da gibt es Fehler. Und das Zweite, was mich fasziniert hat, war am Anfang des Vortrages, dass, weil sie nichts anderes hatten, wirklich eine Beobachtung des Himmels passiert ist und da sogar Aspekte berücksichtigt werden, die wir jetzt nicht berücksichtigen. Und durch den Computer war es dann so, dass man versucht hat, natürlich das ein Stück zu vereinfachen, um es auch zum Beispiel in einem zweidimensionalen Raum darstellen zu können. Das heißt, der Computer fördert noch ein Stück die Vereinfachung bis hin zu diesen Apps. Aber gleichzeitig passiert ja etwas, zum Beispiel die systemische Aufstellung, die auch irgendwo dann wieder so eine Weitung bringt. Und eine künstliche Intelligenz, um sich da wirklich wohl zu fühlen und vor allem dann in der virtuellen Realität, ist es wichtig, sich da wieder darauf einzustellen und dann guckt man vielleicht wieder an den Himmel. Und wenn es ein künstlicher Himmel ist, den man im Grunde berechnet, sodass ich glaube, dass die neue Astrologie so virtuelle Welten mit systemischen Elementen verbindet und dadurch wieder Neues entsteht. Ja. Die Gefahr ist wohl einfach auch, dass es zu flüchtig ist. Man beobachtet nicht jeden Tag. Also kann nur empfehlen, denen, die das noch nie gemacht haben, ein bisschen zu schauen. Also ist natürlich hier schwierig in der Stadt. Ja, in der Stadt ist es sehr schwierig, vor allem in Köln. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ja früher viele Horoskope selber berechnet, bevor es die Computer überhaupt gab für Normalsterbliche. Und da war, was du auch erwähnt hast, war so, nachdem ich das Horoskop gezeichnet, berechnet und alles habe,
war ich irgendwie vertraut mit dem, habe vieles schon gesehen. Es war wie ein Neuwagen, mit dem ich eine Probefahrt gemacht habe, als Beispiel. Und mit dem Computer habe ich einen Neuwagen, in dem ich noch nie gesessen bin. Ich habe nicht diesen wirklichen Bezug mehr dazu. Der Vorteil jedoch von der Computerberechnung ist, dass sie weniger fehleranfällig ist. Es gab immer wieder Berechnungsfehler, die ich bemerkt habe. Und ich gehe davon aus, dass es solche gab, die ich nicht bemerkt habe. Und da kann ich mich besser verlassen heute auf das Horoskop. Aber ich habe nicht dieselbe Vertiefung, außer ich nehme mir dann wirklich Zeit und vertiefe mich, meditiere mal eine Stunde darüber. Die Zeit, die ich damals brauchte, um das, ja, ein Horoskop zu berechnen und zu zeichnen. Und ich denke, das ist halt eine Sache der Zeit, dass die Computer jetzt da sind. Das hat Vor- und Nachteile. Aber die Frage oder die Frage nach dem Wesen der Astrologie liegt nicht darin, ob mit oder ohne Computer. Ich glaube, die Astrologie hat noch so viele offene Fragen. Und ich sehe kaum Interesse in der Astrologie, diese Fragen überhaupt anzugehen. Das wird irgendwie einfach so stehen gelassen, obwohl sie ganz fundamental wären. Ich denke aber, das ist auch eher der heutigen Zeitqualität zu schulden, oder? Ich das denke heißt, nicht. Weil jeder alles auf den silbernen Tabletten hier bekommen, ja, genau. Will keine Arbeit mehr reinstecken, ja. Es muss alles schnell gehen. Ja. Man will keinen Aufwand mehr betreiben. Aber diese wesentlichen Fragen nachzugehen, beobachte ich auch in den letzten 2000 Jahren. Dieses Interesse man hat ja gewisse Überlieferungen und kann das ein bisschen sehen. Und ich finde das eigentlich nicht. Nirgends, dass man wirklich mal die wesentlichen Probleme angegangen wäre. Vom System, von der Erklärung. Zuerst war hier noch eine Frage. Ich hatte noch eine Frage zur virtuellen Astrologie. Virtuelle Astrologie, oder habe ich das falsch? Virtuelle Realität. Ich hab ganz allgemeine Gedanken gemacht darüber, ob virtuelle Realität für die Astrologie was bringen könnte. Das wäre die neue Welle, oder so habe ich das verstanden. Vielleicht, ja. Ich weiß aber gar nicht, was das ist. Also, dass man da sich in eine ganz andere Welt begibt. Also zum Beispiel, heute ist das große Kommen, die 3D-Brillen. Und dann befindet man sich nicht mehr hier, sondern in einer anderen Welt. Man kann auch oben gucken, dann sieht man die Sterne. Da unten, die scheint sich auf die Sonne beamen. Mit dieser Brille, ja, davon habe ich gehört. Hier sieht man die Sterne und gleich auch die Namen, nicht? Kann man so umschauen, sieht man die Sterne mit den... Ah, jetzt bin ich im Bild, ja. Nein, das ist Enhanced Reality. Sie hatten noch eine Frage. Danke. Sie haben am Ende Ihres Vortrags darauf hingewiesen, dass Sie die Zukunft oder eine Zukunft in der Verbindung zwischen Astrologie, Schamanismus, Astrologie und Magie sehen. Mir ist nicht ganz klar, welche Verbindung es da geben soll, außer dass eben die Zeitpunkte bestimmt werden für gewisse Rituale. Nur das wird ja im Schamanismus auch so schon gemacht und schon lange gemacht und ich denke in der Magie auch. Sehen Sie da noch andere Zusammenhänge, die kommen können? Nö, da denke ich, dass man an alte Methoden anknüpft. Womöglich zum Beispiel an Golden Dawn Ritualen. Ich kenne mich da nicht gut aus. Oder ich weiß nicht, was für vedische Rituale das gibt. Rituale, ja, Pujas oder so. Also ist nicht mein Gebiet. Ich, so, okay. Ich, okay. Ich, dachte, ja, ich habe nur das Gefühl, dass da ist was vorhanden. Nicht? Ja. Ich wollte nur noch eine kleine Anmerkung machen zum Rückgang oder der Astrologie. Also ich denke, das war ein Gesundschrumpfen. Es ist in den 80er, 90er Jahren war ja so ein Wahnsinns-Hype in der Astrologie. Und dass jetzt
sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, finde ich auch auf der einen Seite ganz gesund. Zum Beispiel, wir sind ja auch hier im Verband, dass zum Beispiel beim Deutschen Astrologenverband die Ausbildungszentren, das stimmt eben nicht, die lernen bei uns noch Horoskope berechnen und auch darüber meditieren. Und das ist in jedem seriösen, auch in der Schweiz, in Ausbildungszentren der Fall. Natürlich, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn die dann merken, dass das kein Nachmittagstee ist, dass sie da was tun müssen, dann bröckelt das auch ab und wir haben bei weitem nicht mehr so volle Klassen. Ich habe früher 6 Klassen parallel mit mindestens 15, 16 Teilnehmern gehabt. Also da kann ich heute noch von träumen. Aber ich finde das auch gesund. Ja, in früheren Jahren waren dann vielleicht in jeder Klasse 2, die wirklich, wo man sagen könnte, das sind vom Herzen her Astrologen. Und so. Und insofern können wir auf der anderen Seite auch froh sein, dass da das nicht mehr so ein Massenbefütterung ist, sage ich jetzt. Ganz kurz noch zu dieser Frage. Venus-Jupiter-Konjunktion leistet 6. 1. 7. 2007. Es wurde mehrfach der Hinweis gegeben, dass astronomische Programme durchaus in der Lage sind, diese Phänomene eben halt auch nachvollziehbar zu machen, sichtbar zu machen, mit Zahlen zu belegen, was genau sind die Abschiede, also dass man, je nachdem, wo man sich auf dem Planeten befindet, eben ein anderes Seherlebnis hat. Gesetzt den Fall, ich bin zu diesem Datum an diesem Ort, wo dieses Foto entstanden ist. Was sage ich meiner 12-jährigen Tochter, wenn sie dann kurz nachdem das aufgenommen ist, also mit höherer Dunkelheit, sagt, und was sind die anderen Sterne? Sind das die Tierkreiszeichen? Sind das die Konstellationen? Wo findet das statt? Vor welchem kosmischen Hintergrund? Ich verstehe die Frage nicht genau jetzt in Bezug auf... Auf die Erklärung dessen, was ein historischer Sternenbeobachter, egal welcher Zeit, gesehen haben mag, also was im Mulapin und sonst wo verankert ist, unterschiedliche Ausdehnung der einzelnen Konstellationen in Bezug auf unsere Zeit. Was ist die Antwort für jemanden, der laienhaft sagt, ist das ein Tierkreiszeichen? Ist das, was ist das, wo sich das abspielt? Ich verstehe die Frage immer noch nicht. So, interessiert Sie die Frage? Nein. Geht es darum, tropischer, siderischer Tierkreis, Konstellationen? Konstellationen ist das richtige Wort, genau. Ja, also, ja. In der Astrologie interessieren die Konstellationen nicht. Also okay. bis zu Bernadette Brady waren die Konstellationen gut. Noch bei den Babyloniern waren die Konstellationen relevant und später erst bei den später bei Brady wieder. Aber in der Astrologie der Griechen, da haben die Astrologen mit den normierten Tierkreiszeichen, mit einem siderischen Tierkreis gearbeitet, bei dem jedes Zeichen 30 Grad lang war und beschränkt war auf, also ungefähr sich in der Gegend befand, wo die Konstellationen sich befanden, aber eben nicht die mit den Konstellationen identisch waren, sondern genau 30, jedes Zeichen 30 Grad groß war. Jeder vedische Astrologe arbeitet mit den Nein, Astrologen. Die vedischen Astrologen. Die arbeiten mit den Nakshatras, was da ja, die Nakshatras, gut, die Nakshatras sind die vedischen Mondhäuser. Die vedischen Mondhäuser sind nicht unsere Konstellation, unsere 12 Tierkreiskonstellationen. Das ist was anderes. Die Nakshatras, die bestehen zum Beispiel das Mondhaus Kritika, das sind die Plejaden, oder das Mondhaus Ashini, das ist ein Teil des Widders, aber das sind nicht die Tierkreiszeichen. Das sage ich auch nicht, dass es die Tierkreiszeichen sind, aber gut. Es sind Konstellationen. Und wir arbeiten mit diesen Konstellationen in der vedischen Astrologie. Sorry, das ist so. Ja, also da möchte ich das auch anzweifeln, weil die meisten Nakshatras sind ja nur definiert durch einen einzelnen Stern. Und das sind keine Konstellationen. Nein, sie sind das nicht sind definiert nur durch die Konstellationen und die Sterne, sondern durch die Gottheiten, die dahinterstehen. Durch die? Die Gottheiten, die dahinterstehen. Die Gottheit, die dahintersteht, jawohl. Durch, über das werden sie definiert. Das sind die Auswirkungen, das sind die Grundlagen der vedischen Astrologie. Ja. Sorry, aber da muss ich widersprechen. Gut, da widersprechen Sie mir nicht eigentlich, aber die Konstellationen, mit denen normalerweise gearbeitet wird, jetzt bei uns,
Das sind höchstens die von Bernadette Brady und ansonsten wird ein normierter Tierkreis verwendet, bei dem jedes Zeichen 30 Grad groß ist und sich nur auf der Ekliptik befindet. Und das ich auch nicht. Ja. Also darf ich mal kurz fragen? Wir haben kurz erwähnt, das ist ja auch die Frage, hängt diese Wirkung am Licht oder geometrisch? Ich will mal nur Ihre Meinung erfragen. Glauben Sie, dass die Astrologie eine natürliche Grundlage hat, die vielleicht ans Licht geknüpft ist, oder glauben Sie, die Konstellation ist eine geometrische Angelegenheit? Wollen wir das morgen diskutieren, weil morgen werde ich über diesen, also vielleicht ganz kurz, ich denke, die Frage ist auch, haben wir ein kausal physikalisches Modell im Hintergrund? Mhm. Wenn dies der Fall ist, dann muss wohl irgendwie ein Licht oder eine physikalische Kraft, sei es Magnetismus oder was auch immer, dahinter stecken. Wenn wir ein synchronistisches Modell haben, dann spielt Lichtzeit vermutlich keine Rolle. Weil dann geht es um Gleichzeitigkeit. Wo ist der Planet jetzt wirklich und was ist der Effekt jetzt wirklich? Und wenn das gleichzeitig sein soll, dann spielt Lichtzeit keine Rolle. Das hat natürlich wieder eine Implikation, ein Problem in der siderischen Astrologie. Also richtig, ja. Okay. Jetzt wollt ihr noch eine Frage? Also ich wollte einfach sagen, dass meines Wissens ist doch genau der große Schritt war, dass die Babylonier schon diesen Unterschied gemacht haben zwischen Fixsternkonstellationen und Sonnenbahn. Also eben diese 30 Grad Abschnitte der Ekliptik. Und dass das im Grunde die Grundlage ist für unsere Astrologie, weil wir ja genau damit arbeiten. Und dass die Fixsternkonstellationen, wenn in der Astrologie dazu gezogen werden, dann ja in Bezug auf diese Zeitalterlehre, die mit der Rückwärtsbewegung des Frühlingspunktes etwas zu tun hat. Allerdings so, wie es meistens praktiziert wird, nicht sehr stimmig ist. Weil ja die Fixsternkonstellationen enorme Ausmaße, also ganz unterschiedliche Ausmaße haben. Also Widder zum Beispiel sehr klein ist und Fische riesig groß ist, also sich tatsächlich sehr schlecht als Messkreis eignen. Ja, aber eben wie schon angedeutet, die 12 Tierkreiszeichen wurden nie in der Astrologie als Konstellation verwendet, sondern nur als 12 30 Grad große Zeichen. Das ist nur eine Erfindung moderner Astrologen, die nun versuchen, die 12 ekliptikalen Sternbilder zu berücksichtigen, mit dem Argument, das seien doch die ersten echten Sternbilder. Aber das war in der Antike nicht so. Die Babylonier hatten 17 Konstellationen auf dem Tierkreis. Und die altindischen Astrologen, die haben 27 Mondstationen auf dem Tierkreis abgezeichnet und verschiedene Sterne, manchmal mehrere, manchmal nur einen, zugeordnet. Ich denke, wir müssen hier stoppen, weil der nächste Vortrag kommt schon. Ich denke, doch zu kurz. Die Fenster kurz aufmachen, ja. Ja.